Hi. Du trägst in deinem Tagesplan bestimmt keine Ereignisse wie eine 5,5 Meter große Python auf dem Dach oder Maden im Frühstücksessen ein. Aber kommt so etwas wirklich vor? Glaub uns, so etwas gibt es auch. Es gibt viele Dinge auf der Welt, mit denen man sich überhaupt nicht auseinandersetzen möchte, aber dennoch gezwungen ist, dies zu tun. Von einer Zikadenarmee bis hin zu einem zungenfressenden Parasiten. In unserem heutigen Video werden wir dir das alles zeigen. Los geht's! Frag nichts. Merk dir einfach, dass man mit Eidechsen besonders vorsichtig umgehen sollte. Ja! Die Verärgerung des Autors dieser Aufnahmen ist schwer vorstellbar. Die Frau fuhr auf einen völlig leeren Parkplatz und entschied sich aus hunderten freien Parkplätzen ausgerechnet für diesen. Das Rohr darüber ist geplatzt und das Auto verwandelte sich über Nacht in einen Eisblock. Nun, jetzt muss die arme Frau wohl auf den Frühling warten. In dieser Zeit könnte sie etwas an der eigenen Intuition arbeiten. Das ist offiziell das ekelhafteste und abstoßendste, was du aus der Naturwelt je gesehen hast. Im Vergleich zu einer zungenfressenden Assel verblasst wirklich alles. Das sind krebsartige Tiere, die im Maul einiger Fische parasitieren. Diese Monster gelangen durch die Kiemen der Fische ins Maul, saugen das ganze Blut aus der Zunge heraus und ersetzen sie durch sich selbst, um weiterhin vom Blut ihrer Opfer zu ernähren. Auch wenn Asseln für Menschen keine Gefahr darstellen, scheint uns das nicht besonders zu beruhigen. Sieht so aus, als wären wir zu voreilig, als wir dir die ekelhafteste Kreatur gezeigt haben. Dieser Bursche hier könnte mit dem Zungenfresser nämlich locker um den ersten Platz kämpfen. Er verwandelte den Kopf eines Fisches nämlich in einen formlosen Schleimklumpen. Dieses Raubtier heißt Feuerwurm und er kann sogar einen Seeigel auffressen. Er verfügt nämlich über scharfe, giftige Borsten und lebt in einer Tiefe von 1 bis 100 Metern. Na, hast du immer noch Lust auf Tauchen? Nein, wir möchten dich nicht daran erinnern, dass man das Bügeleisen ausschalten sollte. Wir würden einfach nur gerne die Marke dieses Bügeleisens wissen. Scheint nämlich ein ziemlich gutes Bügeleisen zu sein. Schließlich hat es alles auf seinem Weg durchgeschmolzen. Hätte es noch etwas mehr Zeit, wäre es sicher zu den Nachbarn runtergefallen. Stell dir folgende Situation vor. Du wachst morgens auf und siehst solch eine Kreatur neben dir. Oder noch schlimmer. Ein 30 cm langes Monster, das den Ärmel deines Schlafanzugs hochkrabbelt. Ekelerregend? Wie wäre es mit dem Arm? Schau dir nun diese Beine an und stell dir für einen Moment vor, wie sie auf deiner Haut herumlaufen. Oder wie wäre es zum Beispiel mit solch einem riesigen afrikanischen Tausendfüßler? Sie haben an ihren Pfoten dazu auch noch kleine Stacheln. Die Bewohner eines Stadtteils von Detroit hatten keinen besonders ruhigen Abend. Auf dem Dach einer Garage wurde nämlich dieses 5,5 Meter große Monster gesichtet. Und zwar eindeutig nicht in bester Verfassung. Wenn er es geschafft hat, da hochzuklettern, dann kann er auch jeden Moment wieder runterkommen. Zum Glück tauchte noch rechtzeitig der Besitzer dieses Pythons auf. Es stellte sich heraus, dass ein Haustier aus dem Käfig entkommen ist. Guck dir nur an, wie er diesen Riesen davonträgt, als wäre es ein Kumpel, der mal wieder etwas zu viel getrunken hat. Achtung, bei Gartenarbeiten im Sommer besteht die Gefahr, auf solche Monster zu stoßen. Das sind die größten Maden, die wir je gesehen haben. Ich glaube, ich weiß, was für Käfer später daraus werden. Diese junge Frau hat diese Gewürzmischung mit Cayennepfeffer fast ein halbes Jahr lang verwendet. Sie war allerdings etwas verwirrt, dass sich darin dazu auch noch viele Sesamsamen befanden. Vielleicht dachte der Hersteller ja, dass es so noch besser schmecken würde. Nein, das ist leider nicht der Fall. Als sie die Dose eines Tages öffnete, sind die Sesamsamen plötzlich lebendig geworden. Es stellte sich heraus, dass es Käferlarven sind. Stell dir nur vor, wie viele sie von ihnen bereits gegessen hat. Bei der richtigen Ernährung muss man auch recht vorsichtig sein. Schau dir nur an, was dich nach dem Sieben von Chiasamen erwarten könnte. In Reis ist manchmal auch zusätzliches Protein mit enthalten. The world! Ties for life, check! Wenn du kein Fan von unangenehmen, unerwarteten Begegnungen bist, dann mach diesem Kerl nicht nach. Ein Abwasserschacht voller fetter Kakerlaken. Unten befindet sich sicherlich auch noch dieser Kerl hier. Diese Insekten sind gar nicht so scheu, wie wir dachten. Hier nahm eine ganze Armee von Kakerlaken den Hauseingang ein.
Wenn man an einem Ort arbeitet, wo es überhaupt keine Straßen gibt, sollte man lieber keine Abkürzungen nehmen. Und glaubt nicht, dass ein Bagger dieses Problem sofort lösen wird. Wie es sich herausstellte, ist es gar nicht so einfach, eine bis zur Hüfte im Schlamm steckende Person da wieder rauszuholen. Nach ein paar erfolglosen Versuchen war die Lösung endlich gefunden. Selbst die Stiefel waren noch da. Für solch eine Präzisionsarbeit verdient der Baggerfahrer definitiv einen Applaus. Wenn du bei einem Waldspaziergang solch ein verdächtiges Knistergeräusch hören solltest, dann solltest du lieber davonlaufen. Dort gibt es nämlich Zikaden. Ja, sie beißen zwar nicht, es ist aber dennoch unangenehm, ein paar solcher rotäugigen Burschen am eigenen Körper krabbeln zu sehen, obwohl sie auch selbst zu Besuch kommen können. Dazu brauchen sie keine Einladung. Würmer mögen auf den ersten Blick harmlos erscheinen, aber nur solange sie nicht anfangen, Ringelreihen zu spielen. Obwohl das in Wirklichkeit überhaupt keine Würmer, sondern Larven von Trauermücken sind, würdest du es riskieren, sich in solch einen Kreis zu stellen? Ugly. Yeah. But disgusting. It looks beautiful, yeah, but... Wait, I'm gonna see how... Oh my, those are... Ist der Autor dieses Videos sich wirklich sicher, dass er ausgerechnet in diese Richtung fahren muss? In Filmen über das Ende der Welt bedeuten solche Aufnahmen nichts Gutes. In Wirklichkeit bedeutet das nur eins: Geh in Deckung oder lauf. Schau dir nur diesen Sandsturm in Texas an. Solltest du dich in solch einem Sandsturm befinden, wirst du eine ganze Woche lang Staub husten. Findest du nicht, dass es eine seltsame Art ist, ein Motorrad zu inspizieren? Einfach mit einem Stock dagegen zu stechen. Ah, alles klar. Schade natürlich, dass man das Motorrad jetzt loswerden muss. Im Falle mit den Raupen gibt es zumindest einen Ausweg. Gas geben und hoffen, dass sie es nicht in den Innenraum schaffen. Im Erwachsenenleben gibt es im Leben viel schlimmere Dinge als Käfer und Larven. Zum Beispiel ein Rohrbruch, mit dem selbst Rettungskräfte nicht fertig werden. Hinter diesen Türen bildete sich ein halb Meter hoher Pool. Wir werden sie natürlich nicht öffnen. Hier hast du ein Rezept, wie man in einem Auto innerhalb kürzester Zeit eine Wurmfarm einrichten kann. Dazu legt man in den Kofferraum einen Müllsack hinein, lässt ihn dort für einen sonnigen Tag liegen und schon warten abends hunderte von wimmelnden Kreaturen auf dich. Ein guter Grund, um endlich angeln zu gehen. Es heißt nicht umsonst, dass man vorsichtig damit sein sollte, was man sich wünscht. Sollte man sich zum Beispiel wünschen, morgens nicht zur Arbeit oder zur Schule zu gehen, kann das folgendermaßen in Erfüllung gehen. Es wird eine Weile dauern, bis man es schafft, aus diesem Treppenhaus ungehindert herauszukommen. Bei einigen Bewohnern steht dazu auch noch eine Generalreinigung an. Hoffentlich ist es doch nur ein rostiges Wasser. Okay, was kommt als nächstes? Eine gar nicht so seltene Situation. Ein Wasserablauf hat ein weiteres Opfer verschluckt. Lassen wir uns diesen armen Kerl genauer anschauen. Spürst du schon, wie er kurz vor einem klaustrophobischen Anfall ist? Der Junge dachte wohl, dass es Spaß machen wird, dort hineinzuklettern. Sein Fuß sah das aber nicht so. Zum Glück ist man ohne Rettungskräfte und Spezialausrüstung rausgekommen. Jetzt muss man nur noch die Luke schließen und... Moment mal, er hat den schweren Deckel also absichtlich abgenommen, um dort reinzuspringen? That's a great plan. Wenn das berühmte Zimmer 1408 in der Liste der schrecklichsten Hotelzimmer an erster Stelle steht, dann sollte dieses Zimmer eines chinesischen Hotels an zweiter Stelle stehen. Siehst du diese seltsamen Bewegungen hinter den Türen? Überraschung! Obwohl die Insekten selbst nicht so beängstigend sind. Das Ganze sieht so aus, als würde hier tatsächlich etwas Mysteriöses passieren. Hier hast du ein paar Aufnahmen, über die du vor dem Schlafengehen nachdenken kannst. Glaubst du, dass es ein Zufall war und sie sich darin unwohl fühlt? Guck dir nur diesen Tauchgang an. Weiß jemand, ob es punktgenaue Flammenwerfer gibt? Das ist genau der Fall, wenn man solch eine Waffe gut gebrauchen könnte. Oh my God, look at this shit, I almost crashed, oh my God, it's fucking moving.